Ich habe endlich das Vergnügen, auch den lieben Leonhard Dehring vor die Kamera zu bekommen. Am Sonntag ist es schon soweit. Du kommst in übermorgen, ja. Oder? Morgen ist Freitag. Du kommst in den Mosonturm und bist der Einzige von den Künstlern, der sich tatsächlich mit einem Werk von Beethoven so beschäftigt, wie es quasi geschrieben ist. Aber kann man eigentlich Beethoven überhaupt richtig spielen? Also, man kann sich mit Beethoven beschäftigen. Also, ich glaube, dass es kein richtig und falsch an der Stelle geben kann. Richtig kann das sowieso nicht sein, weil ich glaube, im Mosonturm steht ein Steinway B. Beethoven hatte zu dem Zeitpunkt kein Steinway B, sondern ein Grafflügel, glaube ich, ja, 20er. Also ein frühes romantisches Instrument, was den Sprung vom Wiener klassischen Instrument schon gemacht hat. Also, so. Von da ist das ist eine Interpretation oder auch ein Werk aus dem 19. Jahrhundert, das im Beginn des 19. Jahrhunderts, im beginnenden 21. Jahrhundert zu spüren, ist ja auch schon eine Übertragung. Klar. Denn die Menschen haben sich ja durch viele sehr, sehr schwerwiegende Ereignisse verändert. Was bedeutet es für dich, diese letzte Klaviersonate, die Beethoven geschrieben hat, zu spielen? Also es ist als erstes ein... ich empfinde Dankbarkeit als erstes, dass ich mich mit diesem Material beschäftigen kann, dass es dieses Material gibt im Hier und Jetzt. Erlebe absolut Erfüllung, vielleicht mehr als bei anderen Werken. Es ist eines der intensivsten Werke, die ich in der Literatur unter den Fingern im Sinne des Wortes hatte. Ja, das ist ja das Magische oder das Verblüffende. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, also wieso eine Stunde vergeht und es hat sich angefühlt wie 5 Minuten. Das hat, glaube ich, mit der Dichte und Präsentheit dieser Musik im Moment zu tun und mit dem, was es aus dem Zeitempfinden oder dem Empfinden von Zeitkontinuum macht. Ganz ungewöhnlich ist und absolut unvergleichlich modern die Einteilung des Taktes in viele, viele kleine Parzellen, also mit der er sich dem Zeitkontinuum annähert. Also es beginnt mit 9/16, einem 9/16-Takt, wo man doch gewohnt ist, dass es vielleicht 6/8-Takte gibt oder 4/4 oder 3/4, ja. Aber 9/16 und das steigert sich dann. Es gibt einen Taktwechsel auf 6/16. Das Tempo verschnellert sich. Und dann kommt das Aberwitzige, ein 12/32-Takt. Da steht wirklich in der Partitur 12/32. Ich glaube, das gab es davor noch nicht oder ich wüsste nicht davon. Irgendwo eine Sonate zwischen Widerstand und Ergebung. Widerstand und Ergebung. Samsara und Nirvana. Ich weiß nicht, Brendel hat es gesagt, glaube ich. Sehr schön. Alfred Brendel, großer Pianist. Leonhard, wir sind mitten im Gespräch, denn mehr davon am Sonntag. Gerne. Wenn du da hinkommst, freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Ja, freue ich mich, dabei zu sein, auch mit dir zu sprechen, dann noch die anderen Beiträge. Bis dann.